Können Rapid kann es aus eigener Kraft schaffen, mit einem Sieg in der Südstadt gegen Admira Wacker. Inwieweit, Walter Kogl, ist die Gesamtsituation bei Sturm und Rapid irgendwie vergleichbar in diesem Frühjahr? Ja, sehr ähnlich. Beide Mannschaften haben seit einigen Wochen neue Trainer. Die Trainer Barisic und Schopp kommen aus dem eigenen Verein, waren Amateurtrainer, sind jetzt in die Cheftrainerposition aufgerückt. Und für beide Mannschaften geht es eigentlich darum, ein nicht sehr gutes Jahr noch positiv abzuschließen. Und das Positive wäre für beide Fälle, wenn sie in die Europa League kommen würden. Wobei natürlich Rapid momentan die sehr, sehr viel bessere Ausgangsposition hat. Ja, Sturm unter Schopp, 3 Punkte aus 4 Partien. Rapid unter Barisic, 5 Punkte aus 5 Partien. Wenige Tage nach der 0:2-Niederlage in Mattersburg. Rapid also heute in der Südstadt am 43. Geburtstag des Rapid-Trainers. Wir gratulieren Zoran Barisic ganz herzlich. Und das macht Elisabeth Gamow, die ist nicht einmal doppelt so alt. Ja, danke schön, Thomas. Aber über das Alter mancher Damen spricht man nicht. Alles Gute zum Geburtstag, Toki Barisic. Auf alle Fälle ein erfreuliches Ereignis heute. Gar nicht so erfreulich war der Auftritt in Mattersburg zuletzt. Ein Auftritt, der viele Fragen aufgeworfen hat. Haben Sie Antworten gefunden? Die Erklärung für diesen Auftritt? Blutleer und irgendwie ja ohne Aggressivität? Zählt zur Vergangenheit. Wir haben uns auf das heutige Spiel zu konzentrieren. Wir haben das Ziel, den dritten Platz zu erreichen, und die Ausgangsposition ist für uns gut, und wir haben uns auf das heutige Spiel zu konzentrieren und alles unserem Ziel unterzuordnen. Ja, konzentrieren wir uns auf das heutige Spiel. Wie soll denn die Reaktion aussehen heute auf dem Spielfeld? Ja, ich erwarte mir einen guten Auftritt meiner Mannschaft, vor allem was das Offensivspiel betrifft. Erwarte mir, dass es besser funktioniert als zuletzt, und ja, einfach, dass jeder einzelne Spieler alles gibt, das ist das Minimum. Ja, Sie bringen heute Grozurek, Schaub und Widra in die Startelf. Was spricht denn für die Youngsters heute? Das werden wir nach dem Spiel sehen, ob es die richtige Aufstellung war, ob es die richtige Wahl war. Ich vertraue den Jungs, und sie haben ihre Qualitäten, sind sehr gute Fußballer, sie müssen es nur zeigen auf dem Platz. Ja, und Widra heute neben Boskovic, der spielt wieder im defensiven Mittelfeld. Ist er dort einfach besser aufgehoben? Zuletzt haben Sie versucht, ihn im offensiven Mittelfeld zu bringen gegen Mattersburg. Ja, zuletzt wollte ich ihm den Rücken stärken, dass er sich mehr in der Offensive verbraucht. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass er seine Stärken hat, wenn er das Spiel vor sich hat und von hinten kommt, wenn er mit dem Rücken zum gegnerischen Tor spielt. Und deshalb ist er besser aufgehoben, eine Etappe weiter hinten. Ja, wie soll denn das heute gelingen, die rasiermesserscharfe Admira zu entschärfen? Ja, wir wissen, dass für Admira auch um sehr viel geht. Da geht es auch, ist auch ein Existenzkampf, und dementsprechend motiviert und scharf werden sie in das Spiel gehen, das wissen wir. Aber es ist bei uns auch nichts anderes. Also bei uns geht es auch um sehr viel. Und ja, deshalb gehe ich davon aus, dass es ein interessantes Spiel werden kann. Ja, hat Ihnen Ihr Freund Didi Kübauer schon zum Geburtstag gratuliert, oder ist da Sendepause jetzt vor diesem Spiel? Ja, jetzt momentan ist Sendepause, aber er hat mir schon gratuliert. Er hat Ihnen schon gratuliert. Gut, dann ab ins Studio, zurück zu dir, Thomas. Ja, Rapid muss auf alle Fälle anders auftreten als am Sonntag in Mattersburg. Was auffällt, Walter Kogler, da wird immer sehr viel gewechselt. Ja, es ist ein Zeichen, dass es nicht sehr rund läuft. Das ist dann immer der Fall, dass der Trainer immer versucht, von Spiel zu Spiel andere Spieler einzusetzen, in der Hoffnung, dass die dann das erfüllen können, was sich der Trainer erwartet. Wenn es dann nicht so ist, dann ist meistens im nächsten Spiel wieder ein anderer am Zug. Deswegen, überall bei Mannschaften, wo es nicht so rennt, sind sehr viele Positionswechsel, Spielerwechsel vorhanden. Ja, bei der Admira ist auch nicht gerannt, wie Sie es gesagt haben, jetzt im Frühjahr. 0:0 in Wolfsburg am vergangenen Samstag mit viel Pech. Wobei, kann man das eigentlich noch Pech nennen, was Jürgen Macho in Kärnten passiert ist? Wieder eine schwere Knieverletzung zum zweiten Mal in seiner Karriere, jetzt ein Kreuzbandriss. Ja, ist sehr bitter für ihn. Also ist wirklich bitter, weil er eben in seiner bisherigen Karriere schon einige Verletzungen hatte. Und er hat sich jetzt wieder ganz hart und schwer zurückgekämpft und war für die Admira ein großer Rückhalt jetzt im Frühjahr. Und dass er sich hier in Wolfsburg derart schwer verletzt, ist natürlich bitter. Ja, und damit steht Jürgen Macho möglicherweise vor seinem Karriereende, gerade jetzt, als er sich nach langer Verletzungspause gerade erst zurückgekämpft hatte, Christoph Jochum. Als er dann einen Bierbecher noch auffangen konnte. Die Rapidler heute geliftet, stark verjüngt, und auch das zentrale Mittelfeld, das Defensive, sieht heute völlig anders aus als zuletzt gegen Mattersburg.
Häkkinen muss in der Innenverteidigung aushelfen, weil ja Pichler gesperrt ist. Widra und Boskovic in der Zentrale, also Boskovic wieder zurück von der Offensive in die Defensive. Und dann die jungen Schaub, Grozurek vorne im offensiven Mittelfeld, Sabitzer die Sturmspitze. Und davon erhofft sich natürlich Zoran Barisic, dass nach vorne mehr passiert. Das war schon sehr mau, was da in Mattersburg zu sehen war. Nur 6 Torschüsse in 90 Minuten. Das gab es nur ein einziges Mal in dieser Saison. Und das war im Spiel gegen Rapid beim 0:0. Da schafften die Rapidler noch weniger Offensivdruck auszuüben. Herr Boskovic, das war nicht die Position, die er so ausfüllte, wie sie das Barisic erwartet hat. Das ist der Schiedsrichter Oliver Trachter heute in seinem 16. Einsatz. Der fleißigste in der Bundesliga. Einer, der ein paar Strafstöße übersehen hat in dieser Saison, aber das hat er ein bisschen nachgeholt. In den letzten 3 Spielen gab es 2 Strafstöße, die er dann gepfiffen hat. Trimmel wieder rechts in der Vierer Abwehrkette. Häkkinen, Sonnleitner, das Paar gab es schon 2-mal in dieser Saison. 2 Remis schauten raus, aber nie zu null konnten die Rapidler spielen, wenn Sonnleitner und Häkkinen in der Zentrale tätig waren. Anstoß hat die Admira in den roten Dressen, Thürau und Oedrogo von rechts nach links. Die Hausherren, Oedrogo zuletzt sehr spielstark, aber im Abschluss war er sehr unglücklich, auch gegen Sturm Graz. Da fand er einige tolle Chancen vor, wirbelte ein ums andere Mal die Grazer Abwehr durcheinander, aber Torerfolg blieb ihm versagt. Schwab nach seiner Gelbsperre zurück. Jede Menge Gelbe hat er schon gesehen als offensiver Mittelfeldspieler. 9 an der Zahl. So, das ist das Signal für hoffentlich 90 unterhaltsame Minuten hier in der Südstadt. Hier ist das Duell Sonnleitner gegen Thürauer. Die Admira zuletzt mit überzeugenden Leistungen gegen Sturm Graz. Da hatten die Grazer überhaupt keine Zeit, überhaupt Luft zu holen. Da schauten sie eine Viertelstunde zu, bis sie dann merkten, oh, die Grazer völlig harmlos. Und dann zogen sie wirklich ein beeindruckendes Spiel auf. Und eigentlich hätten die Admiraner auch in Wolfsberg gewinnen müssen aufgrund der Chancen und aufgrund eines unglücklichen Elfmeters, der 2-mal geschossen werden musste und am Ende dann gehalten wurde, der Unglücksschütze Oedrogo. Patrick Jeschek. Der nächste Einwurf über die linke Seite. Pala war fraglich, ist nicht hundertprozentig fit gewesen, aber er beginnt heute in jedem Fall. Vor einer Woche 24 Jahre alt geworden. Ist eine Rapid-Leihgabe. Für Thürauer. Schösswender und Abseitsstellung von Seger. Angezeigt von Stefan Kür. Das ist die Ersatzbank der Admira. Ja, da gibt es noch ein bisschen Platz, nicht ganz gefüllt. Viele Verletzte, allein 7 Verletzte hat Didi Kübauer bei seiner Mannschaft zu beklagen. Burgstahler. Nochmals Burgstahler gegen Palla. Einwurf durch Trimmel. Schwab.
aus dem Freistoß, weil der Ball nicht bei einem Admiraner angekommen ist. Dauert etwas. Haller abgefangen von Trimmel. Schachner, Medrogo, Schwab und Sonnleitner dazwischen. Schaub. Gutes Pressing der Admira. Und immer wieder der Versuch von Schwab, über die Viererabwehrkette der Hütteldorfer hinweg den Ball zu chippen. Burgstaller, Foul von Palla. Sieht nach einem heißen Duell aus heute. Palla gegen Burgstaller. Boskovic beim Freistoß. Patrick Tischler. Und das ist das 1:0. Gerade wollte ich noch Tischler loben, zuletzt gut gespielt als Macho-Vertreter, aber da hat er nicht gut ausgesehen. Da hat er wirklich nicht gut ausgesehen. Trimmel mit dem Kopf war nicht scharf, zwar aus kurzer Distanz, aber da hat Tischler den Ball nur mit den Fingerspitzen berührt. Toller Auftakt für Rapid, nicht einmal 5 Minuten gespielt um die Führung. Ja, den kann man unter Umständen halten. Klar, da waren noch jede Menge Menschen vor ihm, aber der Kopfball gar nicht so stark von Trimmel. Ja, das ist so ein Auftakt, den sich ein Trainer wünscht. Die Bilanz ja momentan noch nicht so toll bei Zoran Barisic. 5 Spiele, 1 Sieg, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, ist noch ausbaufähig. Geschockt die Admira Bank, Segovia. Mit ihm hatte man unter Umständen gerechnet, aber die DQ Bauer entschied sich dann doch für eine Spitze und eine hängende mit Schwab. Vidra. Riskant gespielt über den Kopf von Thürauer. Katzer. Thürauer dazwischen. Also fürs Erste kann man mal sagen, das Lifting der Rapid-Elft hat sich bezahlt gemacht. Schauen wir noch mal hin, wie das entsteht. Trimmel, ja, da war vielleicht auch Jodrogo noch mit einer Locke dran, aber das ändert nichts daran, dass man diesen Ball schon halten kann. Zwar unangenehm für den Torhüter, weil er nicht weiß, wer dann am Ende zuletzt noch dran ist. Jeschek wurschtelt sich da durch. Platz jetzt für einen Konter, Seger. Dann kommt Auer. Halb Fisch, halb Fleisch, halb Torschuss, halb Flanke. Er muss weiter auf seinen 2. Bundesliga-Treffer warten. Hatte ein tolles Debüt letztes Jahr in Innsbruck. Gleich belohnt mit einem Treffer. Ist nicht genau auszumachen, was er da wirklich vorhatte. Aber auch die Kübauer weiß es nicht genau. Ja, Novota heute in seinem 9. Saisonspiel. Boskovic für Burgstaller. Palla dazwischen. Erster Eckball in diesem Spiel nach 8 Minuten.
Boskovic, der Mann für den ruhenden Ball. Gut gedacht auf den zweiten Pfosten, da stand Trimmel, allein gelassen von den Admira-Spielern und es gibt den zweiten Eckball. An dieser Seite darf Dominik Widra ran. Selbes Zeichen, einen Arm hoch, aber das bedeutet bei ihm erster Pfosten. Schaub. Thürer dazwischen, Schwab. Er wartet etwas zu lange mit dem Abspiel, aber es bot sich auch nicht wirklich eine gute Anspielstation an. Sonnleitner, Widra, Trimmel. Die gut. Abseitsstellung, Abseitsstellung von Grotzelek. Ja, Rapid darf es nicht versäumen, nachzusetzen. Denn eine 1:0-Führung im Jahr 2013 war bisher noch kein wirkliches Ruhekissen. Die Rapidler haben 8-mal geführt, aber nur 2 Siege feiern können, 3 Remis. Und der Rest ging den Bach runter. Einwurf für die Admira. Auer. Dann an Häkkinen dazwischen. Zu ungenau dieser Pass. Kontermöglichkeit, Vorteil, Abseitsstellung, Burgstaller. Wirkt sehr eingespielt, obwohl er ist zum 4. Mal in dieser Besetzung. Schön gewartet, hat dann Auer auf der Außenposition. Schösswender gab das Kommando und er hob die Fahne, Roland Brandner. Eine Disziplin, nämlich Eckbälle zu schießen bei der Admira, die eigentlich unnötig sind. 193 Eckbälle und noch kein Tor daraus erzielt. Schachner. Nur Burgstaller, der ist jetzt auf sich alleine gestellt. Widra kommt als einziger mit. Und das ist eigentlich das Optimalste, was Burgstaller aus dieser Situation herausbekommen konnte. Foul von Schachner. Zu ungestüm, wie hier Bernhard Schachner einsteigt. Feierte vor genau 9 Jahren sein Bundesliga-Debüt. Hat für dieses Foul die gelbe Karte gesehen. Widra. Mal schauen, wie sich die Admira jetzt anstellt gegen Rapid und wieder ähnlich. Diesmal am langen Pfosten vorbei. Da kam am Ende Grotzurek nicht mehr richtig an den Ball, wurde etwas weggeschoben.
Was würde das heißen für Rapid? Rapid, der einzige Eurofighter, der zurzeit vorne liegt. Alle anderen Mitkonkurrenten halten noch bei einem 0:0. Das heißt, Sturm wäre auf Platz 4 und Rapid wäre durch mit diesem Sieg. Abseitsstellung. Drinnen gewesen Marcel Sabitzer. Schaub. Katzer. Sabitzer, der für den Abschluss nach dem Pfiff noch die gelbe Karte gesehen hat. Schwab. Seger für Thürauer, der gegen Katzer. Schwab ist genau genug. Ebner. Auer. Seger, Ball läuft gut, weil die Rapidler Platz lassen am 16er, nicht eng genug an die Admira-Spieler rangehen. Ebner im Zweikampf mit Burgstahler, wird auf Stürmerfaul entschieden. Schnell abgespielt. Oedraogo. Gegen Sonnleitner. Jeschek hilft aus. Palla. Gehört nicht unbedingt zu den Stärken von Patrick Seger, das Kopfballspiel. Er braucht Bälle in den Lauf, dann kann er seine Schnelligkeit ausspielen, aber dazu kommt er noch nicht. Spielverlagerung misslungen. Handspiel von Oedraogo. Er muss aufpassen, dass er sich nicht mit Schiedsrichtertrachter anlegt, hält aktuell bei 8 gelben Karten, dann wäre er nicht dabei beim Finale in Mattersburg. Und da kann es ja noch um die Wurst gehen, denn Mattersburg liegt 0:2 in Wien bei der Austria zurück. Soeben bekommen wir die Meldung, sogar mit 0:3 zurück. Auch wenn das Polster noch beruhigend ist für die Burgenländer. Aber man weiß ja nicht, wie die anderen Abstiegskandidaten heute noch abschneiden. Burgstahl im Mittelfeld. Patzer. Muskovic. Langer Ball auf Grotzurek. Jetzt kann es schnell gehen. Gute Übersicht auf Schaub. Schaub, ja, Querlatte. Schöner Spielzug von Rapid. Jetzt ist der Ball wirklich gut gelaufen. Vor allem über die Jungen. Zuerst der lange Ball von Boskovic. Dann mit einmal berühren und Schaub mit gutem Abschluss. Und Tischler, der gerade noch die Fingerspitzen dazu bekommt und den Ball an die Querlatte lenkt. Eckball Nummer 3. Tischler geht auf Nummer sicher. Boskovic, Abseitsstellung. Und wieder gibt es die gelbe Karte, weil auch Burgstahler nach dem Abpfiff den Ball noch weiterspielt. Das sind unnötige gelbe Karten, die sich da die Rapidler einfangen, und die Abseitsstellung klar und deutlich. Das funktioniert sehr gut
bis jetzt bei der Admira. Hineinkehrt. Schöss-Wenter, Schachner, der für Auer, der hat Platz. Moskowitsch kommt dazu, Sieger gegen Katzer. Keiner da, der sich um Auer kümmert. Hätte er mehr draus machen können. Zurück für Sandleitner. Trimmel geht auf die Wanderschaft, aber ohne Ball im Rucksack. Haller passt auf. Den hat der Ebner nicht gut erwischt mit der Stirn, sondern eher oben mit dem Häubchen. Abstoß. Aber der spielt ein tolles Frühjahr. Thomas Ebner, ich kann mich erinnern an seinen leidenschaftlichen Kampf gegen Wacker Innsbruck. Da war er eigentlich klinisch tot schon, von Verletzungen geschüttelt. Aber da konnte Küba nicht mehr auswechseln. Da biss er durch über die 90 Minuten, warf sich in jeden Zweikampf. Schaub, gut gemacht. Ja, frech aufspielen. Hier gesehen von Sabitzer und das Malheur von Palla. Trifft Schachner am Rücken. Staller. Schösswinter dazwischen. Bei Nummer 4. Wieder Boskovic, der sich den Ball holt. Vorbereiter zum 1:0 bisher. Zum zweiten Mal in dieser Saison hat er ein Tor für Trimmel vorbereitet. Dieses Mal kann Trimmel nicht eingreifen. Muss nicht schön sein, sondern wirkungsvoll. Aber beim Einwurf. Hat 1,90 Meter dazu gewonnen. Aber Einwurf Rapid, keinen Freistoß, so wie es wieder haben möchte. Also Europa wäre klar für Rapid, wie wird es unten aussehen. Innsbruck mit dem Unentschieden hält bei 31, Neustadt auch noch das Unentschieden 31. Ja, Mattersburg bliebe punktelos und die Admira würde bei 32 Punkten halten. Damit wäre natürlich klar, Mattersburg wäre trotz einer Niederlage dann durch. Jetzt die Admira. Schwab oder Jeschek? In jedem Fall wird es ein Linksfuß machen. Boskovic, der Drei-Mann-Mauer,
Und Schwab versucht durch die Schuhbänder. Trimmel. Schaffner war zuletzt dran. Der Einwurf direkt auf den Fuß von Schwab. Jeschek. Einwurf für Rapid. Aber irgendwie hat dieses 1:0 Rapid doch noch nicht den Fluss gebracht. Beide Mannschaften wirken doch noch verkrampft. Schachner, Seger hat Glück, dass der Ball, den er eigentlich für Schwab vorgesehen hat, bei Thürauer landete. Schachner, Thürauer, Schwab, rechts kommt Auer. Den sieht er nicht. Logo. Ja, da kann er den Ellbogen von Sonnleitner an den Kopf bekommen haben. So sah es zumindest in der Zeitlupe aus. Keine optimale Ballannahme von Patrick Seger. Die Spielverlagerung auf Jeschek, der gegen Trimmel. Flanke abgefangen von Sonnleitner. Immer noch schnell, trotz seines Alters, Patrick Jeschek, aber mit Trimmel hat er wohl einen der schnellsten Rapidler als Gegner. Ich glaube, nur Sonnleitner dürfte noch mehr Speed drauf haben. Freistoß heraus, Foul von Vidra. Das scheint ein Ball für Stefan Auer zu sein. Schick heute nicht mit dabei, der ist verletzt. Sonst wäre das wohl seine Aufgabe. Rotter, auch er geht kein Risiko ein. 9. Saisonspiel, 11 Gegentore hat er kassiert. Da war der Ball vorher schon im Seitenout, das hat Thürauer noch mal schlitzohrig versucht. Vermisse aber den Nachdruck bei Rapid. Die eine Aktion war gut von Schaub, als er am Ende dann an der Querlatte zuvor am Tischler scheiterte. Aber irgendwie fehlt mir die Sicherheit im Spiel von Rapid. Wirkt mir zu passiv. Heikkinen mit dem ruhenden Ball. Hat mal das Tribünendach ausgemessen, Schösswender. Genau da oben passte der Ball rein. Schaub.
Ja. Moskovic, Foul von Thürauer. Schnell gespielt. Den nächsten Eckball. Eckball Nummer 5. War Auer zuletzt dran. Zu nahe zum Tor geht der Ball von Widra. Kein Problem für Tischler. Ich erinnere mich an die letzte Saison, als auch Trachter Spiele der Admira leitete. Da hatte Tischler dreimal Glück bei einem Foulvergehen von ihm. Da hätte es dreimal Strafstoß geben müssen. Hat damals aber Trachter zum Glück von Tischler übersehen. Katzer. Ebner gegen Burgstaller. Schaub. Mal hat die Abseitsfalle nicht geklappt. Wie lässt sich denn der Schösswender ausspielen gegen Grotzerek? Hier der Ballgewinn von Grotzerek und dann kniet sich Schösswender nur mehr hin vor Grotzerek und er wählt den Weg über die Linie. Moskovic. Widra. Odo. Grotzerek. Das war schon eine gute Möglichkeit, aber Unsicherheit jetzt bei der Admira-Abwehr. Die vor allem mit den hohen Bällen plötzlich Probleme bekommt. Da will Auer den Ball zurückspielen zu Tischler, zurückköpfen. Moskovic, Katzer. Schachner. Jeschek, gedacht für Oedrogo. Den erwischt Seger noch. Aber bringt den Ball dann nicht in den Strafraum. Schachner. Der Sieger. Gut rausgespielt. So, jetzt wäre Platz auf der rechten Seite. Nozurek. Aber jetzt ist das Tempo draußen für einen schnellen Konterstoß, Burgstaller, Widra. Guter Zweikampf von Ebner gegen Burgstaller und Schwab. Seger, der hätte jetzt Platz. Sonnleitner kann klären. Schachner, nächster Versuch über Seger. Es bleibt beim Versuch. Thürauer. Schwab. Für Jeschek. Ball noch im Spiel. Für Thürauer. So schlecht war die Flanke nicht. Thürauer.
kommt von hinten und kann den Ball aber nicht Richtung Tor drücken. Halbe Stunde vorbei, wir halten immer noch beim 1:0 aus der 5. Minute durch Trimmel nach Freistoß Boskovic, als Trimmel mit dem Kopf dran war. Dann gab es noch eine dicke Möglichkeit durch Schaub, als Tischler den Ball noch an die Querlatte lenkte. Dann noch eine Möglichkeit von Grozurek, noch keine richtig gute für die Admira. Vielleicht jene von Auer war noch die beste in der 7. Minute. Admira mit sehr viel Respekt und Tischler mit einem Riesenpatzer. Aber Ebner bessert aus. Thürauer. Savitzer, der ja immer noch jeden Grashalm kennt hier in der Südstadt. Hier nochmals der Patzer von Tischler. Direkt in den Fuß von Widra und der wollte den Ball durch die Beine von Schösswender spielen. Zurück, hat die Seite gewechselt, wird hinterlaufen von Trimmel. Eckball Nummer 6. Eckenverhältnis klar zugunsten der Hütteldorfer, 6:1. Wieder Boskovic von der rechten Seite. Den wollte er sicher anders treffen. So wie jetzt Stefan Schwab für Auer. Admira wirkt verkrampft. Kübauer, der erstmal steht. Marisic ist öfter am Rauf- und Runterlaufen in der Coachingzone. Haller. Einwurf für Rapid. Abseitsstellung von Burgstaller. Ja, viele Szenen gab es noch nicht, wo man so wirklich genüsslich mit der Zunge schnalzen konnte. Eine war es, als dann Schaub die Querlatte traf. Das war wirklich schön gespielt. Aber alles andere wirkt irgendwie verstockt, verkrampft. Es fehlen die Erfolgserlebnisse, die hatte eigentlich die Admira in der letzten Zeit eher als die Rapidler, als die nach der 0:2 Klatsche in Mattersburg etwas nachdenklich agieren, kann man sich vorstellen, aber es spricht ein und für sich das Ergebnis für sie. Schnelle Führung in der 5. Minute. Schöner kann man es gar nicht haben im fremden Stadion. Knallen Schachner und Boskovic aneinander.
Auch Boskovic hält sich den Kopf. Aber den Foulpfiff gibt es, weil der Ellbogen im Einsatz war von Boskovic. Einwurf für die Admira. Drogo gegen Häkkinen. Thürauer. Endstation 16er Linie. Ebner. Drogo gefault von Vidra. Viele Unterbrechungen. Zu unentschlossen. Schwab springt gar nicht nach der Flanke. Hat Ebner nicht gut getroffen. Der Sabitzer vorne als Spitze, vielleicht nicht die Position, die ihm wirklich gut liegt. Zumindest bis jetzt hat er auf dieser Position nicht sehr große Gefahr ausgestrahlt. Heute hat er Geburtstag, 43 Jahre alt, denkt noch mit Schaudern zurück an seinen 41. Geburtstag, den er feierte. Das war der Tag, als der Platzsturm stattfand und er auch Trainer war. Foul von Oedrogo. Ja, schade. Noch kein gutes Bundesliga-Fußballspiel. Foulspiel. Brozurek, der nur in den Körper von Ebner läuft. In der Capitals wäre das in Ordnung gewesen, aber die Eishockey-Saison ist schon vorbei. Schachner, Thürauer. Katzer dazwischen. Schaub zum Zweiten. Ja, ganz selten, dass der Ball mal über drei, vier, geschweige denn fünf Stationen läuft. Jetzt vielleicht Seger, trifft den Ball aber ganz schlecht im Abschluss. Zu überhastet, weil er Häkkinen kommen sah. Dann trifft er den Ball nicht mit dem Riss, sondern mit der Innenseite. Dann schleicht sich der Ball am langen Eck vorbei. Ja, war nicht seine Saison, die von Patrick Seger, bedingt durch die Verletzung, als er herwechselte in die Südstadt.
mit den Händen. Hat Häkkinen gegen Schwab gearbeitet. Schwab. Wechsel gelungen. Ala. Boskovic vor Oedrogo. Spiel läuft weiter. Ja, der Assistent stand direkt daneben. Der hätte Trachter sicher signalisiert, wenn es ein Foul gewesen wäre. Schauen wir noch mal hin. Naja, Palla hatte schon Kontakt mit dem Fuß von Burgstaller. Drogo mit den Händen. Grozurek. Naja, vielleicht bringt er die Pausenansprache beide Mannschaften in Schwung. Viel Stückwerk. Das auf beiden Seiten. Sabitzer. Auf die Seite gewechselt, Burgstaller im Zentrum. Es wird auch keine Nachspielzeit geben, aber auch keinen Grund. Ebner. Wie immer sehr zweikampfstark, aber dieses Spiel lebt auch mehr von den Zweikämpfen. Spielerische Elemente, eher Mangelware. Die besten Szenen hatten wir eher zu Beginn. Die 1:0-Führung durch Trimmel in der 5. Schaub, das war die beste Aktion in dieser ersten Hälfte. Als er abschloss, Tischler mit den Fingern dazwischen ging, nur die Latte traf. Dann noch einmal Grozurek. Auf der anderen Seite Admira harmlos. Meist Endstation am 16er. Auer durfte einmal. Seger durfte auch, aber beide Distanzschüsse nicht exakt genug. Ja, da ist viel Luft nach oben bei beiden Teams. Ich hatte mir erwartet, dass Rapid durch die schnelle Führung Ruhe ins Spiel bekommt und dann auch die spielerischen Elemente besser nutzen kann, aber das ist nicht der Fall. Tja, Didi Kübauer mit seinem Ex-Spielkamerad, mit Janka, bei dem er in Mattersburg einige Spiele absolvierte, viel unterwegs war. Tja, sind sich auch nicht grün. Ja, was hat uns diese erste Hälfte gebracht? Mau. 8 Schüsse insgesamt. 5 für die Admira, wobei die harmlos waren. Die Schüsse der Rapidler, vor allem jener von Schaub, der war natürlich der gefährlichste. Überschaubare erste Hälfte. Wir freuen uns auf die Pause und dann auf die zweite und vielleicht auf ein besseres Bundesligaspiel. Rapid knapp davor, sich fix für die Europa League-Qualifikation zu qualifizieren. 1:0 Pausenführung für die Grünen in der Südstadt. Bereits nach wenigen Minuten, genauer gesagt in der 4. Spielminute, ist Rapid in Führung gegangen. Freistoß Branko Boskovic und dann der Kopfball von Christopher Trimmel. Verdiente Pausenführung für Rapid? Ja, sie waren ein kleines Tick besser als die Admira. Vor allem dieser Freistoß war sehr gut getreten und Trimmel kann den Ball noch verlängern. Sehr schwer für den Tormann die Flugbahn des Balls zu berechnen. Deswegen kommt er auch etwas zu spät. Frühe Führung für Rapid, das war gut. Damit ist bei Rapid etwas Ruhe ins Spiel gekommen. Und ja, war auch verdient. Also Rapid führt durch diesen Treffer von Christopher Trimmel zur Pause in der Südstadt mit 1. Wir sind zurück in der Südstadt. Rapid unverändert. Die Admira musste notgedrungen wechseln. Drescher kam für den nicht fitten Schösswender ins Spiel. Aber das hat man schon in der ersten Hälfte gemerkt. Schösswender kam kaum in die Zweikämpfe, hat auch nur ein Drittel seiner Zweikämpfe gewinnen können. Eine Oberschenkelverletzung ist die Ursache für seinen Wechsel.
und deshalb Ebner, Drescher, das neue Innenverteidigerpaar. 1:0 führt Rapid durch den Treffer von Trimmel und ja, wir als Neutrale würden uns jetzt wünschen, wenn das fußballerische Element jetzt in den Vordergrund gestellt werden würde. Thürauer mit Fehler bei der Ballannahme. Sabitzer, schnell gespielt. Rotzurek. Kommt erstmals Drescher. Und wird am Kopf getroffen. Und damit wird die Serie von Eckbällen fortgesetzt bei Rapid. 7. Eckball. Wie immer von der linken Seite getreten von Widra. Also kurze Abwehr von Schwab. Drogo. So, da hätte ich jetzt kein Foul erkennen können von Widra. Schauen wir mal hin, wie das Ganze ging. Naja, steigt ihm voll auf den Fuß. Passt. Da stand Trachter auch sehr gut. Sabitzer. Niedergerungen. Ein schlechter Pass aus der eigenen Hälfte heraus. Seger wird zu eng. Bei dem Seitenout Einwurf für die Admira. Dazwischen. Widra, Sonnleitner, Sabitzer. Jawohl, jetzt läuft der Ball mal gut. Sabitzer, Schaub, nimmt den Ball an. Tja, der letzte Pass. Der passte dann am Ende nicht. Zurück. Nochmal Rücksprache mit Katzer. Die Erklärung, warum er ihm den Ball nicht gegeben hat. Abstoß Tischler. Kopfballsieger. Sabitzer. Gegen Ebner. Sabitzer. Ja. Legt sich den Ball zu weit vor. Ja, aber findet die Lücke nicht. Gut verteidigt der Rapidler. Drei Mann schirmten die Seite ab. Trimmel. Schaub. Und Schwab. Tja, schade um den Ballgewinn. Die Formationen stehen nicht mehr so eng bei der Admira.
Ekwall. Wir nähern uns langsam, aber stetig der 200er Marke bei der Admira. Ohne Kapital aus Eckbällen zu schlagen. Sechs Versuche gibt es noch bis zur 200er Marke. Jeschek. Endstation der 16er. Schaub. Idra. Links wäre Brozurek, rechts ist Sabitzer. Tja, was soll ich Ihnen sagen? Auch dieser letzte Pass passt nicht. Auer vor Burgstahler. Blick von Trachter hinüber zu seinem Assistenten Brandner. Der zögerte auch etwas länger, bis er dann den Einwurf für die Admira gab. Zurück. Boskovic, Denker und Lenker im Rapidspiel. Der Mann mit den meisten Ballkontakten bei den Hütteldorfern. Sieger gegen Schwab. Drescher. Für Schachner. Weiter zu Jeschek. Der gegen Trimmel. Sabitzer hilft hinten aus. Jetzt mal gute Ballstaffette der Admira. Heikkinen aber dann im entscheidenden Moment Kopfballsieger gegen Oetreyuk. Burgstahler. Trimmel vor Jeschek. Den könnte Burgstahler noch erreichen. Verfolgt von Auer. Brozurek. Dieses Mal spielt er auf Katzer und dann spielt der auf Thürauer. Seger. Hohes Bein. Bald 10 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte. Wir warten noch auf den ersten Torschuss. Katzer, Burgstahler, der Ball ist schon wieder weg. Gutes Tackling von Boskovic. Tja, was hilft's? Das schönste Tackling ist für die Katz. Schwab, Heikkinen. Das hat er gut gemacht. Da ist eine Routine. Eckball Nummer 3 für die Admira.
Trimmel wehrt ab. Sabitzer verlängert. Pala. Tja, kein Gegenspieler, trotzdem schafft es nicht, den Ball zu Thürauer zu spielen. Erschreckend viele Fehlpässe bei der Admira, noch mehr eigentlich bei Rapid, nur 70% aller Zuspiele bei den Hütteldorfern kommen beim eigenen Mitspieler an. Trimmel. Sabitzer und Tischler rechtzeitig, wäre auch abseits gewesen. Burgstaller stand drinnen. Ja, dabei läuft eigentlich alles gut für die Rapidler, denn den Innsbruckern ist zu Hause gegen Sturm Graz der Ausgleich gelungen. Bliebe es bei diesem Ergebnis, dann könnte Rapid schon zu buchen beginnen für Europa. Aber man hat das Gefühl, dass die Admira jetzt stärker wird in dieser zweiten Hälfte. Ohne noch zu wirklich gefährlichen Chancen zu kommen. Aber insgesamt die Mannschaft von Didi Kübauer etwas präsenter. Es geht über den Kampf, wie so oft, dass man ins Spiel findet und die Admira eindeutig zweikampfstärker in dieser zweiten Hälfte. Die Admira gewinnt zwei Drittel aller Zweikämpfe. Der ging verloren, weil es ein Foul war, deshalb Freistoß für Rapid durch Vidra. Jetzt abgespielt, Boskovic. Spielt durch für Vidra. Jawohl! Schöner Ball. Und ich habe den Rapidlern zugeschaut beim Aufwärmen. Carsten Janka hat genau diese Schüsse trainiert. Immer wieder angespielt am 16er und dann mussten die Spieler versuchen, den Ball ins rechte Eck zu schlenzen. Vidra hat sich das am besten gemerkt und Rapid führt nach nicht ganz einer Stunde mit 2:0. Mit viel Übersicht, aber viel Gefühl. Keine Chance für Tischler, der natürlich weiter rausgeht, um den Winkel zu verkürzen. Deshalb chancenlos gegen diese Bogenlampe. Aber auch schön herausgespielt. Boskovic, der sofort Retour spielt auf Vidra. Und da waren die Admiraner noch nicht sortiert am 16er. 2:0. Aus Rapid-Sicht muss man sagen, genau zum richtigen Zeitpunkt, als die Admira begann, das Spiel in die Hand zu nehmen. Jetzt gibt es die gelbe Karte für Boskovic. Bereits die vierte in diesem Spiel. Aber insgesamt eine sehr faire Begegnung.
Tja, und was macht man, wenn man 0:2 zurückliegt? Man versucht über die Standards ergebnismäßig wieder ranzukommen. Man hat es da erwischt, sieht nach Ebner aus. Nein, Ebner steht hinten. Müsste es Drescher sein. Oh je, der rührt sich überhaupt nicht mehr. Ja, den erwischt. Norwater voll mit der Faust. Am Kopf. Und Drescher bleibt da benommen liegen. Didi Kübauer überlegte sich gerade, einen zweiten Stürmer zu bringen. Muss jetzt zuwarten, denn wenn Drescher nicht weiterspielen kann, dann muss er sich was anderes einfallen lassen. Schauen wir noch mal hin. Ja, so gesehen, da war kein Ball in der ersten Lupe, hätte ich gemeint. Norwater hätte auch den Ball erwischt, aber den erwischte nur Drescher. Und Norwater erwischte nur den Kopf von Drescher. Und das ist ein Foul. Ein Foul im Strafraum ist folglich ein Strafstoß. Und da regt sich Didi Kübauer zu Recht auch auf, auch wenn Norwater sich entschuldigt. Klar, er hat es nicht mit Absicht gemacht, aber auch unabsichtliche Fouls ziehen Konsequenzen nach sich. Es bleibt bei der Idee, Segovia für Thürauer als zweite Spitze zu bringen, weil es offenbar bei Drescher doch weitergehen könnte. Gezeichnet, schauen Sie sich dieses Pfeilchen an. Er kommt wieder. Das kalte Wasser kam da wohl zu spät. Das wird sich übel verfärben über Nacht. Glück für Rapid, dass es da keinen Strafstoß gegeben hat. Segovia erstmals am Ball. Hatza noch dran gewesen. Norwater rechtzeitig aus dem Gehäuse. In diesem Moment kommt Drescher zurück und die Admira ist wieder komplett. Unterbrochen, Freistoß für die Admira und Drescher im Vollbesitz seiner Kräfte mit dem langen Ball. Wieder Drescher. Wieder Schaub. Gutes Auge von Palla. Macht den Passweg rechtzeitig zu. Palla. Palla. Rechts wäre Seger frei. Er versucht es alleine. Laut Statistik wird das als Torschuss gewertet, aber weit und breit keine Gefahr für das Rapid-Gehäuse. Aber schöner Vorstoß. Und damit warten wir auch nach gut einer Stunde auf den ersten Schuss auf das Gehäuse von Rapid. Alle Distanzschüsse gingen klar und weit am Tor bisher vorbei. Wieder. Drogo. Schachner. Nicht schnell genug kommt das Abspiel von Schachner. Da waren Optionen auf der rechten Seite mit Auer und mit Sieger. Moskowitsch.
gut gelöst mit Schaub. Schöner Haken von Schaub und dann Ebner, der aufpasst. Foul von Grotzurek an Schachner. Also eines kann man den Rapidlern heute nicht vorwerfen, dass sie nicht effizient wären. Führen 2:0 und wenn man die Ergebnisse der anderen Spiele mit dazu nimmt, dann sieht es unten wie folgt aus. Innsbruck hat den Ausgleich gegen Sturm geschafft, hält bei 31 Punkten, Admira gegen Leas. Wiener Neustadt führt mit 1:0. Setzt sich ab und das Ganze mit einem Mann weniger und Mattersburg bliebe bei 35 Punkten hängen. Aber noch gibt es ja 25 Minuten in allen Stadien zu spielen. Schluss ist, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Ich wollte vorher sagen, sehr effizient, die Rapidler. Mit dem ersten Torschuss in der 5. Minute gingen die Rapidler durch Trimmel in Führung. Mit dem ersten Torschuss in der 2. Hälfte durch Widra erhöhten die Hütteldorfer auf 2:0. Für Widra im Übrigen der erste Treffer in der Bundesliga und ein schöner obendrauf. Palla. Tja, der Plan war, glaube ich, von Palla den Ball quer zu spielen auf Seger. Von den Beinen geholt von Schachner, das gibt Gelb. Die zweite gelbe Karte für Schachner und damit die Admira in den verbleibenden 22 Minuten nur mehr zu 10. Diese gelbe Karte ohne Wenn und Aber. Schaub tritt an und die Attacke kommt von hinten. Und das war die erste gelbe Karte aus der ersten Hälfte. Dieser unnötige Einstieg gegen Burgstaller. Tja, und damit schwächen sich die Südstädter selbst. Freistoß Sabitzer oder Boskovic. Tja, über die Mauer ging er, aber leider auch über die Querlatte. Wurf schnell durchgeführt, aber bringt auch nichts. So, was heißt das jetzt für die Mannschaft von Didi Kübauer, dass Schwab weiter nach hinten arbeiten muss und die defensive Aufgabe von Schachner mit übernehmen muss. Aber Auer mit den Händen zuerst gegen Grotzurek am Werk, hat Tracht aber nicht gesehen.
Tja, wir sind in der vorletzten Bundesliga-Runde. Die erste Liga schließt die Meisterschaft am Freitag. Und wir standen knapp vor der ersten gefährlichen Aktion der Admira. Sonntag ist dann Ende für die Bundesliga. Und so wie es aussieht, ist Meisterschaft dann schon entschieden. Aber der Abstieg könnte noch heiß brennen am kommenden Sonntag. Abseitsstellung Burgstaller. Burgstaller meint, er sei von hinten gekommen. Was meint er mit von hinten gekommen? Er stand eindeutig vorne. Und Rogo und Seger. Der Kampf mit dem Ball. Die Kübauer gab kurz ein Zeichen zu Oedraogo, nicht so hart einzusteigen, denn er hält ja bei 8 gelben Karten. Dann hätte er ihn auch in Mattersburg nicht zur Verfügung. Er hat gesagt, Junge, runter vom Gas. Wie beim Kegeln, alle Neune, 9. Eckball für Rapid. Widra, der Torschütze zum 2:0 bei der Ausführung, kurz oder lang, kurz. Boskovic. Aber da wäre Burgstaller schon wieder im Abseits gestanden. Der taucht da jetzt auf im Bild. Aber der hätte die Abseitsfalle der Admiraner schon wieder zugeschlagen. Jeschek bekommt den Freistoß. 17 Minuten noch in dieser zweiten Hälfte. Bitter für die Admira, der Platzverweis von Schachner. Bitter für Schachner persönlich, der, ich habe es in der ersten Hälfte erwähnt, genau vor 9 Jahren sein Bundesliga-Debüt feierte und absolut kein unfairer Spieler sein kann, denn das war sein erster Platzverweis in 9 Jahren Bundesliga. Burgstaller packt Paller ein, aber im zweiten Versuch ist Paller dann zur Stelle. Verfehlt den Ball. Seger. Tja, das ist die Lösung. Zurück. Burgstaller rutscht weg. Inzwischen hat es zu regnen begonnen, der Rasen nass. Und das könnten die Distanzschützen nutzen, hat Kieschek versucht. Der war
zwar nicht schlecht angetragen, aber am Ende fehlen dann doch 3 Meter. Mwungo kommt, damit die Stabilität wiederhergestellt wird im defensiven Mittelfeld nach dem Platzverweis von Schachner. Und Sie sehen es, es schüttet auf den Rapid-Sektor, vor allem, weil die kein Dach über den Kopf haben. Schwab ganz vorne. Wir haben es mitbekommen, Seger inzwischen aus dem Spiel. Das war nicht so sein Spiel. Überlegung sicher von Didi Kübauer, dass Rapid offensiv agieren wird und er mit Seger einen schnellen Konterstürmer hat. Aber da kamen die Bälle nie, die ein Seger braucht. Flach in den Lauf. Wenn er das Ganze spielerisch im Kombinationsfußball lösen muss, da tut er sich etwas schwerer. Der Regen sehr angenehm, weil dazu noch kalter Wind pfeift und deshalb auch die Kameras davon betroffen sind. Vidra. Sabitzer. Ecken bleibt hinten. Wieder zu Sabitzer. Ecken für Trimmel. Burgstaller. Der Paller dazwischen. Und der nächste Eckball. Eckball Nummer 11. Jetzt kommt auch Kulowitz zu seinem Einsatz. Widra mit Sonderapplaus verabschiedet, vor allem für seinen herrlichen Treffer zum 2:0. Überlegt, nicht nur einfach draufgeknallt, sondern wirklich fein gemacht. Darf sich beglückwünschen lassen für diesen herrlichen Schlenzer, aufgelegt von Boskovic, der bei beiden Treffern seinen Fuß im Spiel hatte. Zurück. Ja, da geht es Barisic sicher darum, mit Kulowitz noch mehr die Defensive zu stärken. Oder doch nicht? Warum nicht? Stefan Kulowitz, immerhin 4 Tore hat er schon erzielt in seinen 200 Bundesliga-Spielen. Für die Torschützenkrone hat es nie gereicht. Aber das war auch nicht seine primäre Aufgabe. Auch in dieser Saison hat er ein Tor gemacht beim 4:0 Heimsieg. Beim Auftakt gegen den FC Wacker. Boskovic. Kulowitz. Na, gibt's doch nicht. Da läuft der Ball. Ja, mal über 6 Stationen. Katzer. Zweiter Pfosten, aber dann doch nicht genau genug für Burgstaller. Aber
Petkovic fängt den Ball von Schwab ab. Ebner stemmt sich wieder mal dagegen für Segovia. Wieder Ebner. Escher bei Drogo mit Standschwierigkeiten, Einwurf für die Admira. Jetzt bei Schwab. Foul und gelb. Zu Recht auch nicht nur oben gezogen, sondern auch unten getreten. So, noch ein Wechsel. Dominik Starkl ist im Spiel. Jamin. Dominik Starkl. Ein Junge für den anderen. Grotzurek raus. Aber die Jungen haben meist die guten Szenen von Rapid geprägt, in Zusammenarbeit mit dem Chef, mit Boskovic. Aber Polowitz, jetzt gibt es Platz für die Rapidler zum Konter. Starke. Also dieser Ebner, der gefällt mir ausgezeichnet habe, wann immer ich ein Spiel kommentiert habe. Für die Admira noch nie ein schlechtes Spiel gesehen und heute Drogo scheitert wieder mal in aussichtsreicher Position. Damit bleibt er bei seinen 6 Treffern hängen. Naja. Wie die Rapid-Fans bleibt auch Zoran Barisic draußen im Freien. Mäkinen. Na klar, jetzt locken sich aber so nicht, Häkkinen. Und dann ist der Ball schon wieder. Zu offensichtlich das geplante Zuspiel von Segovia auf Jeschek. Auch dieses Geschenk von Häkkinen nutzen die Admiraner nicht. Escher, Schwab. Drogo für Schwab. Schaut bei ihm. Palla. Abseitsstellung von Mbungu. Wir schauen uns nochmal diese Szene an. Oe Drogo. Naja, ganz sauber war das nicht. Die Attacke von Häkkinen von hinten. Also wenn hier Schiedsrichter Trachter auf Strafstoß entscheidet, würde die Kübauer sicher nichts dagegen haben. Das wäre dann der zweite Strafstoß gewesen, denn Novota, das haben wir gesehen, hat eindeutig nur den Kopf von Drescher erwischt. Wieder Abseitsstellung von Burgstaller.
Fünf Minuten geht's noch. Wieder Ebner. Drogo. Es gibt den Freistoß. Auer richtet sich den Ball. Und Drescher kommt wieder mutig mit nach vorne. Und der Ball nicht in den Strafraum. So, die Kontermöglichkeit. Jetzt ist er nicht im Abseits, Burgstaller. Das könnte die Entscheidung sein. Wartet zu lange. Kommt nicht schnell genug mit dem Ball vom Fleck. Palla holt ihn ein. Damit nicht das 3:0, sondern der nächste Eckball. Das Dutzend ist bereits voll. Nivongo. Räikkönen, das ist sein Turnier. Macht das Tackling auch mehr Spaß, wenn man schön ins Rutschen kommt. Richtig gemütlich in der Südstadt. Der Regen kommt jetzt schon fast waagrecht daher. Einer wird sich jetzt besonders freuen, dass er noch zum Einsatz kommt. Thomas Prager darf jetzt für die letzten Minuten hinein. Kommt für Schaub. Der hatte seine beste Szene in der ersten Hälfte nach gut einer Viertelstunde. Eine schöne Kombination, die er abschloss. Dann Pech hatte, dass der Ball am Ende an die Querlatte klatschte. Aber überhaupt, die Jungen waren heute die Bereicherung im Rapidspiel, ob Idra, ob Grozorek oder eben Schaub. Somit ist der einzig Junge noch auf dem Feld mit Sabitzer. Katzer gehört nicht dazu. Prager heute durch die Beine von Drescher spielen. Schwab. Drescher. Segovia nicht im Abseits. Jeschek gestoppt von Häkkinen. Kulowitz hat Glück, dass der Ball wieder in den eigenen Reihen landet. Burgstaller. Prager. Setzt Drescher sehr energisch seinen Körper gegen Sabitz ein. Und Häkkinen seinen gegen Segovia. Ich glaube, schon langsam sind auch alle Beteiligten da drunten froh, wenn der Schlusspfiff ertönt. Aber der wird noch nicht nach 90 Minuten ertönen. Zu viele Wechsel. Oder dann einfach eine Nachspielzeit. Prager. So, nochmals die Chance für Starkel. In der Mitte läuft Burgstaller. Starkel versucht es alleine. Und Tischler mit sehr guter Reaktion. War okay, dass er das alleine versuchte, denn ich glaube, das Zuspiel wäre nicht möglich gewesen. Paller stand zu tief. Wenn hätte er es jetzt machen müssen vorher, dann, als er schon im Strafraum war, war es zu spät. Also war es die richtige Entscheidung, selbst abzuschließen. Moskowitsch. Trimmel. Sonnleitner.
Patzer. Markus Katzer hält auch bei 2 Treffern. Zuletzt getroffen beim 2:0-Sieg gegen Wiener Neustadt. Tja, und der Sieg von Rapid, und daran gibt es wohl keinen Zweifel mehr. Bei gleichzeitigem Sieg von Wacker Innsbruck bedeutet für die Admira, sie ist wieder Letzter. So sieht es aktuell aus. Und damit hat das letzte Spiel Mattersburg gegen die Admira einen sehr hohen Gehalt. Sabitzer sehr fleißig, auch wenn der Pass dann wieder beim Gegner landet. Aber sehr oft sieht man ihn am eigenen 16er arbeiten, läuft viele Kilometer. Mwungo. Die Hälfte der Nachspielzeit ist bereits um. 4 Minuten. Hat es insgesamt im Angebot geben. Sabitzer jetzt am Fünfer. Stakel gefault. Zoran Barisic feiert einen Sieg in der Südstadt, seinen 2. Sieg in seiner Ära. Ein Sieg, der für Rapid bedeutet, dass das Ticket für Europa gelöst ist damit. Sein bester Freund Didi Kübauer steht damit im Regen, ist aktuell wieder Tabellenletzter. Und wird sich zu Recht über eine mit Sicherheit, vielleicht auch über die 2. Aktion im Strafraum, der Hütteldorfer ärgern. Strafstoß bedeutet ja nicht gleich Tor, aber das Foul an Drescher war in jedem Fall ein Strafstoß, und auch das Tackling von Häkkinen an Oedrogo war nicht lupenrein. Eines steht fest, Innsbruck schaffte den geplanten Dreier gegen Sturm Graz. Aber eines muss man auch feststellen bei Rapid, es gab sehr viel Fehlpässe, sehr viele Leerläufe. Am Ende zählt das nichts. Ja, hoffentlich ist das Ganze nicht zu spät für Didi Kübauer. Es gibt den Showdown in Mattersburg, seiner letzten Station als Spieler. Dort, wo er viele Freunde hat, aber auch Mattersburg ist jetzt nicht durch. Durch den Sieg von Neustadt, durch den Sieg von Innsbruck. Europa League, wir kommen, dürfen die Rapidler sagen. Leistungsmäßig ist da noch Platz nach oben. Es gab einige gute Szenen, aber eben auch einige Leerläufe. Der Einbau der Jungen hat sich in jedem Fall bezahlt gemacht. Sie waren zusammen mit dem alten Mann, mit Branko Boskovic, die tragenden Figuren im Spiel der Hütteldorfer. Sie waren sehr effizient. Erster Torschuss in der 5. Spielminute. Boskovic mit Freistoß auf Trimmel. Kopfball, schnelle Führung. Brachte aber nicht die
erwartete Ruhe ins Spiel der Hütteldorfer. Gab dann auch eine tolle Aktion von Schaub. Abgeschlossen mit einem Lattenschuss. Ja, und er wird persönlich verabschiedet, Patrick Jeschek. Das war sein allerletztes Bundesliga-Heimspiel in seiner Karriere. Hat viel geleistet, war immer bescheiden im Hintergrund. Ließ immer die anderen reden. Er spielte lieber 349 Bundesligaspiele, hat er absolviert. 56 Tore hat er gemacht. Sein letztes beim 3:0 Sieg gegen Sturm Graz. Und wir schauen runter zu Elisabeth Gammer auf und horchen uns mal die ersten Stimmen zu diesem Spiel an. Ja, Patrick Tischler an meiner Seite. Patrick, warum muss man bis zum Ende zittern? Ja, weil noch immer zwei Matches zum Spiel waren. Und ja, dass man halt noch einen Gegner wie Rapid hat, ist natürlich auch leicht. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie die anderen ausgegangen sind. Aber wie gesagt, Innsbruck gewonnen, Wiener Neustadt gewonnen, Admira letzter. Okay, jetzt haben wir es nicht mehr selber in der Hand, glaube ich. Aber ja, kann man nichts machen. Jetzt müssen wir halt hoffen auf die anderen, auf Schützenhilfe und das letzte Match. Ja, zum heutigen Spiel. Was sind die Hauptgründe dafür, dass man eben mit null Punkten dasteht? Naja, wir haben, glaube ich, sehr gute Leistung trotzdem geboten. Haben, glaube ich, größtenteils waren wir die bessere Mannschaft. Auch mit einem Mann weniger hätten wir noch die Möglichkeiten gehabt, dass wir da schießen. Ja, hat nicht sein wollen, haben wir durch einen Standard und durch einen Glücksschuss, sage ich mal, die Niederlage geleitet. Ja, dieser Standard, dieses erste Tor, das 1:0 für Rapid, unhaltbar? Unhaltbar ist gar kein Tor, aber es war halt unglücklich. Kurze Distanz, haben leicht berührt. Knapp bei mir, ist halt schwer, aber ja. Macht nichts, kann man nichts machen. 2:0 verloren, 0 Punkte. Ja, wie groß ist die mentale Belastung jetzt vor diesem Showdown gegen Mattersburg? Die Mattersburger auch noch nicht durch. Naja, natürlich. Ja, man muss trotzdem ruhig bleiben und trotzdem schauen, dass wir dort einen Punkten. Dankeschön. Tja, in der Ruhe liegt die Kraft. Was hat dieses Spiel über 90 Minuten gebracht? Viele Torschüsse für die Admira, aber schlecht gezielt. Der gefährlichste war noch jener von Patrick Jeschek in der Schlussviertelstunde. Ansonsten, ja, da zeigt uns die Statistik auch wieder, mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Ballkontakte, aber am Ende 0:2 verloren hat die Admira. Mehr Ecken gab es auf Seiten von Rapid, daraus wurde kein Kapital geschlagen, aber aus einem Freistoß wurde Kapital geschlagen und Trimmel, er war der Torschütze nach einem Freistoß zum 1:0. Ja, der Torschütze Nummer 1 ist an meiner Seite. Sieg am Ende, Ticket gelöst, erleichtert? Ja, klar. Jeder weiß, wenn wir die Partie heute verloren hätten, wird es noch sehr, sehr eng. Und ja, wir sind jetzt froh, dass wir gewonnen haben. Was waren die Hauptgründe heute für diesen Sieg? Ja, wir haben gewusst, es wird sicher eine aggressive Partie, Zweikämpfe gewinnen und endlich einmal Fußball spielen. Und Ihr Tor mit dem Haarschopf dran? Ja, ist Glückssache. Ich bin leicht berührt, finde Tormann natürlich sehr schwierig zum Halten, weil ich glaube, er sieht nicht viel. Aber ja, bin überglücklich. Ja, wie groß ist jetzt die Vorfreude auf Europa? Ja, sehr. Ja, wir sind wirklich froh, dass wir das Ziel jetzt erreicht haben. Die Saison war nicht so gut, würde man sagen, aber unser Ziel ist erreicht jetzt einmal und nächste Saison wird besser werden. Ja, wie geht man jetzt in das letzte Spiel? Die Ziele sind alle erreicht? Nein, wir werden trotzdem konzentriert an die Sache gehen und versuchen zu gewinnen natürlich. Dankeschön, Gratulation. Sie werden in jedem Fall auflaufen und werden über 90 Minuten ein Fußballspiel abliefern. Eines ist sicher, Rapid wird Österreich in der Europa League Qualifikation vertreten mit Platz Nummer 3. Austria ist Meister. Nicht ganz überraschend, dass das heute schon passiert ist. Wir gratulieren ganz herzlich. Naja, und unten, da gibt es noch einen Kampf zwischen Sturm und Wolfsberg. Wer das zweite Ticket für die Europa League Qualifikation noch schaffen kann. Ganz unten, bitte, die Admira ist wieder Tabellenletzter. Da gibt es den heißen Kampf, wer runter muss. Wiener Neustadt, Innsbruck, Admira und ja, Mattersburg. Mit 35 Punkten meinte man, es sei alles gelaufen. Ist es auch noch nicht. Das war's aus der Südstadt. Dankeschön fürs Zuschauen.
Irgendwie über die um die Europa League-Qualifikation sollten wir uns jetzt kümmern. Wir blicken mal in die Südstadt. Admira gegen Rapid, Endstand 0:2. War das so zu erwarten heute, nach den Ergebnissen in den vergangenen Wochen? Nein, es war auch ein Spiel, wo jeder Ausgang im Vorhinein möglich gewesen wäre. Es war auch ein enges Spiel. Das bessere Ende hatte Rapid für sich. Bitter auch für die Admira, dass die hinterliegenden Vereine gepunktet haben. Deswegen, also Titel ist entschieden, aber Kampf um die Europa League-Plätze und um den gegen den Abstieg, also das hat sich noch einmal dramatisch zugespitzt. Ja, die Admira nun Tabellenletzter vor der letzten Runde und Rapid qualifiziert sich mit diesem heutigen 2:0-Sieg in der Südstadt für den Europacup, Gerfried Bröll. Rapid-Trainer Zoran Barisic feiert heute seinen 43. Geburtstag und nach der Niederlage in Mattersburg trifft er schon wieder auf einen Mattersburger, auf Admira-Trainer Didi Kübauer, seinen Freund, der übrigens ein Jahr jünger ist. Erste interessante Szene in diesem Spiel. Das Foul von Stefan Baller an Guido Burgstaller nach 4 Spielminuten. Georg Burgstaller lässt sich zwar theatralisch fallen, faul war es trotzdem. Freistoß von Boskovic und plötzlich ist der Ball im Tor, vor allem zur Überraschung von Patrick Tischler. Und das ist der Torschütze, Christopher Trimmel, trifft in der 5. Minute zum 1:0. Tischler schaut irgendwie dumm aus der Wäsche, aber kein allzu großer Vorwurf. Trimmel köpfelt mit dem Hinterkopf und trifft noch Uedraogo und der fälscht den Ball so unglücklich ab, dass Tischler dann nicht allzu gute Figur macht. Die Antwort der Admira über Stefan Auer, der von Patrick Seger freigespielt wird. Es ist bei allem Respekt der 11, die auf dem Platz sind, das letzte Aufgebot der Admira nach diesem unglaublichen Verletzungspech in Wolfsberg. Dann, das merken wir uns, das erste gröbere Foul von Bernhard Schachner in diesem Spiel an Guido Burgstaller, das Schiedsrichter Trachter mit Gelb bedenkt. Und dann die nächste gute Möglichkeit durch Louis Schaub heute auf der 10er-Position zentral hinter Marcel Sabitzer. Wunderbarer Schuss und Patrick Tischler zeigt, dass er sich vom Verlusttreffer wieder gut erfangen hat. Rapid sehr oft über links, über Lukas Grozurek. Er setzt zu einem tollen Dribbling an, aber dann funktioniert der Pass zur Mitte nicht. Auch Dominik Widra, sehr aktiv. Die Jungen sind gut drauf in diesem Spiel bei Rapid. Vor allem auch Grozurek, der hier nicht lange fackelt, das Tor aber dann doch relativ klar verfehlt. In der Pause Diskussionen zwischen den nächsten alten Freunden, Didi Kübauer und Carsten Janker, haben ja auch gemeinsam bei Rapid gespielt. Dann eine Viertelstunde lang nichts. 59. Minute, Dominik Widra im Zusammenspiel mit Boskovic. Und Tor! 2:0 für Rapid, Vorentscheidung nach einer Stunde durch das erste Bundesliga-Tor von Dominik Widra. Gut freigespielt von Boskovic, aber dieser Schlenzer aller Ehren wert. Tischler streckt sich, ist auch groß gewachsen, wie wir wissen, tut alles, um diesen Ball zu erreichen, schafft es aber am Ende nicht. Freistoß Admira ein paar Minuten später. Auer und dann kracht's in der Tränkwalder Arena. Daniel Drescher, böse getroffen von Jan Novota, dem slowakischen Schlussmann von Rapid. Und für mich ist das ganz klar Elfmeter. Novota verfehlt den Ball. Drescher spielt zunächst mit dem Kopf den Ball und bekommt dann die Faust von Novota mitten ins Gesicht. Oliver Trachter hat den Südstädtern den Elfmeter vorenthalten. Und noch dazu schließt er ein paar Minuten später, völlig zu Recht allerdings, Bernhard Schachner aus, zweites böses Foul des Kapitäns. Schachner muss runter. Nach Gelb in der ersten Hälfte hier, nach diesem Foul an Schaub, völlig zu Recht auch wieder Gelb. Die Admira im Rückstand und noch dazu dezimiert. Trotzdem geben die Südstädter nicht auf. Erste oder nächste fragwürdige Szene. Dieses Trikotvergehen an Stefan Schwab im Strafraum von Markus Häkkinen hier. Auch hier hätte man auf Elfmeter für die Admira entscheiden können. Die Südstädter also doppelt im Pech.
Und dann gibt es noch eine prickelnde Strafraumszene. Uedraogo gegen Häkkinen. Da haben die Admiraner paradoxerweise am heftigsten Elfmeter reklamiert. Für mich ist das aber eher fair gelöst von Markus Häkkinen. Uedraogo schießt und im selben Moment kommt dann Häkkinen von hinten. Für mich für einen Elfmeter zu wenig. Die beiden ersten Szenen wären aber zu geben gewesen. In der Schlussphase zwei Riesenchancen auf das 3:0 für Rapid. Burgstaller und Stefan Paller zeigt, dass er ein toller Verteidiger ist. Sein Leihvertrag bei der Admira läuft ja aus, kehrt möglicherweise zu Rapid zurück. Das war toll gemacht von Stefan Paller. Und in der Nachspielzeit dann noch eine Kontermöglichkeit für Rapid durch Dominik Stakel. Gewechselten Youngster, auch er läuft allein auf Tischler zu, scheitert aber am Schlussmann der Admira. Für die Admira ist an diesem Tag alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Rapid jubelt über die endgültige Europa League Qualifikation und Platz 3. Bei der Admira aber schlechte Stimmung, abgerutscht auf Platz 10, eine Runde vor Schluss, Schachner verloren, Schösswender durch Verletzung verloren. Da ist natürlich jetzt ja, eine sehr schwierige Situation eingetreten. Elisabeth Gamow zunächst aber einmal mit den Siegern. Gratulation an die Austria zum Meistertitel und natürlich vor allem Gratulation auch an den Peter Stöger. Die haben Top-Arbeit geleistet in diesem Jahr auf allen Ebenen. Und ja, da muss man ganz einfach den Hut ziehen und das mache ich hiermit und gratuliere ganz herzlich zum Meistertitel. Ja, wer am Ende oben steht, der ist verdient Meister und das ist so und deswegen, ja, man muss immer Sportsmann sein. Es tut natürlich im Herzen weh, weil es grün-weiß rausblutet und deswegen tut es weh, aber ja, sie sind verdient Meister und ja. Ja, und dieses 2:0, ein Traumtor, Geburtstagsgeschenk für den Trainer? Geburtstagsgeschenk von der ganzen Mannschaft, indem wir gewonnen haben. Ja, danke nochmal an die Mannschaft. Nein, ich wollte dem Trainer ein Geburtstagsgeschenk machen und habe es ihm so zurückgegeben. Ja, und täuscht der Eindruck oder haben Sie das auch in der Pause geübt mit Carsten Janka? Naja, geübt. Sein Tor, glaube ich, kann man nicht üben. Also entweder dann im Training und ja, wenn er so reingeht, ist natürlich schön. Ja, so ein Tor und so ein Tor als erstes Bundesliga-Tor, bleibt das einfach jetzt ganz sicher ewig in Erinnerung? Das ist so wie das erste Spiel. Also das erste Tor bleibt ewig in Erinnerung und wenn es natürlich so schön ist, dann umso länger. Das Europa-League-Ticket gelöst, Platz 3. Wie erleichtert sind Sie auch als Trainer, dass das geklappt hat, dass dieses Thema mal abgehakt ist? Das war unsere Zielsetzung, das haben wir erreicht. Natürlich sind wir alle im Verein sind wir erleichtert. Wir sind in einer schwierigen Situation, aber ich sage immer wieder, so schwierige Situationen geben uns wieder die Gelegenheit und die Chance, etwas Neues zu kreieren, etwas Neues auf die Beine zu stellen. Und dort sollten wir auch hinarbeiten. Ja, und international zu spielen mit Ihnen als Trainer? Gehen Sie mit auf Reisen? Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Ja, wissen Sie schon irgendwie, wie es weitergeht oder hat man sich bis jetzt um das nicht gekümmert? Einfach mal Ticket lösen und dann weiterschauen. Ja, die Gesamtplanungen laufen ja bereits auf Hochtouren, nicht erst seit jetzt, sondern im Laufe der letzten Wochen wird hinter den Kulissen sehr, sehr hart gearbeitet. Und ja, wir sind noch immer nicht mit unserer Arbeit fertig. Wenn es dann etwas zu verkünden gibt, dann werden wir das machen. Aber ich nehme an, das Ticket hat die Chancen erhöht, dass es mit Ihnen weitergeht. Die Frage ist immer, ob du der richtige Mann bist für die richtige Mannschaft in der richtigen Situation oder nicht. Egal jetzt, ob es da jetzt momentan einen Erfolg gibt oder nicht. Es geht um Kontinuität und es geht um die Zukunft des Vereins, es geht um die Zukunft der Mannschaft und das ist wichtig. Ja, inwiefern ist Zoki Barisic der richtige Trainer für diese richtige Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt? Zumindest momentan hat er die Vorgaben erfüllt. Also er hat kein leichtes Amt angetreten und hat jetzt eine Runde vor Schluss die Europa League-Qualifikation erreicht. Ich denke, von der Warte her hat er das absolut erfüllt. Ja, und mit diesem Sieg heute in der Südstadt bei der Admira hat Rapid also endgültig und definitiv das Ticket für die Europa League Qualifikation gelöst. In den vergangenen 7 Saisonen hat es Rapid 6-mal geschafft, international zu spielen. Nur einmal
nicht unter Peter Backhult. Und in der vergangenen Saison war er ja Rapid der beste Vertreter Österreichs in Europa. Das wird immer vergessen, denn Rapid hat als einzige Mannschaft in dieser Saison in der Europa League die Gruppenphase erreicht. War das im Endeffekt vielleicht dann auch ein Knackpunkt in dieser Spielzeit, die Doppelbelastung? Die Doppelbelastung war sicher so, dass der Peter Schöttl im Herbst dadurch es nicht einfach hatte. Ja, er hat es als einzige Mannschaft oder mit der einzigen Mannschaft geschafft, Österreichs in die Gruppenphase zu kommen. Leider nur mit einer Mannschaft haben wir es geschafft. Rapid war diese Mannschaft, aber aufgrund der Kadersituation hat er dadurch sicher Probleme gehabt. Und die Admira, der heutige Gegner der Rapidler, ist nun Tabellenletzter vor der 36. und letzten Runde, kann aber aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen, einfach mit einem Sieg in Mattersburg. Wie schätzen Sie die Situation der Südstädter jetzt ein? Ja, sie haben trotzdem alles in eigener Hand, aber die Situation ist eine schwierige. Sie haben sehr viele verletzte, gesperrte Spieler, also sie können nicht aus dem Vollen schöpfen. Und sie waren in den letzten Runden auch nicht sehr glücklich unterwegs. Also in der letzten Runde in Wolfsburg haben sie einen Elfmeter vergeben, da hätten sie schon 3 Punkte erzielen können. Heute zwar 0:2 verloren gegen Rapid, aber auch die ein oder andere strittige Situation. Also sie sind momentan nicht sehr vom Glück verfolgt. Und das wird aber notwendig sein, um auch in Mattersburg nächste Woche oder dieses Wochenende gewinnen zu können. Ja, und auch am Sonntag in Mattersburg werden Dietmar Kübauer wichtige Spieler fehlen, Elisabeth Gamow. Ja, die Admira verliert, die Konkurrenz gewinnt. Die Admira jetzt Tabellenletzter. Didi, Worst-Case-Szenario? Ja klar, man ist anders vorgestellt, aber das ist Fußball, das sind die Fakten. Und ja, jetzt gibt es ein Endspiel, das was sich keiner gewünscht hat, aber so ist es einmal. Was sind die Hauptgründe Ihrer Meinung nach für die heutige Niederlage? Ja, ich denke mal, dass das Tor einmal, das war zum Verteidigen gewesen, denke ich mal. Auch haltbar? Haltbar muss ich, also ich will den Tisch jetzt keine Schuld geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann war es so, dass meine erste Halbzeit Rapid hat, in den ersten 15 Minuten waren sie aggressiv, dann haben sie eigentlich durch das Tor, haben sie nicht mehr versucht, hinter die Verteidigung von uns zu kommen. Aber wir haben nach vorne eindeutig zu wenig gemacht, beziehungsweise wenn wir die Möglichkeit gehabt haben, haben wir den Ball nicht gut gespielt. Zweitens war es dann so, dass eigentlich wir schon versucht haben und Rapid eigentlich nur mal hinten gestanden ist und auf Konter gespielt hat. Und wir haben aber dann die Möglichkeiten, die was wir gehabt hätten, haben wir eben wiederum nicht gut genug gespielt, dass man dann ins Spiel zurückkommt. Ja, Pech auch bei einzelnen Schiedsrichterentscheidungen? Nächste Frage. Das heißt, Sie wollen nicht reden über zum Beispiel Novota gegen Drescher oder die gelb-rote Karte? Ich will gar nicht drüber reden. Fakt ist, dass es zwar neu ist, weil ich will mich da jetzt nicht aufregen für Dinge, die was man eh nicht beeinflussen kann. Ja, dieses Worst-Case-Szenario. Wie groß ist die mentale Belastung jetzt vor diesem Endspiel in Mattersburg? Naja, mentale, es ist ja nicht so, dass jetzt die anderen zwar aus dem Schneider sind. Also natürlich sind wir Letzter und wir müssen dort was machen, wenn mit einer Niederlage ist es gegessen. Aber wir müssen in Mattersburg alles versuchen, dass wir da punkten und wir werden auch da hinfahren und versuchen alles zu tun. Ja, Christoph Schösswender auch angeschlagen musste raus, ist mit dem zu rechnen am Sonntag? Naja, es ist so, dass er Muskelverhärtung hat und müssen wir jetzt schauen. Ich hoffe, dass das funktionieren wird, aber das kann ich im Moment nicht sagen. Dankeschön. Ja, keiner der 4 Abstiegskandidaten ist aus dem Schneider vor der 36. und letzten Runde. Es kommt also am Sonntag zum direkten Duell zwischen Mattersburg und Admira. Wiener Neustadt gastiert in Graz bei Sturm und Innsbruck gastiert in Wolfsburg. Wie bewerten Sie die Ausgangslage? Ja, Hut ab vor den Leistungen heute von Wiener Neustadt und Innsbruck. Sie haben die Chance genutzt, mit 3 Punkten die anderen beiden Vereine, Mattersburg und Admira, gewaltig unter Druck zu setzen. Damit haben nicht viele gerechnet, dass diese 2 Mannschaften in der Lage sind, heute beide zu gewinnen. Ja, und dadurch ist die letzte Runde sehr, sehr spannend. Vom Psychologischen her hat sicher Wiener Neustadt und auch Innsbruck jetzt einen gewissen Vorteil. Mattersburg ist noch einmal wider Erwarten ganz tief reingerutscht und hat im direkten Duell gegen die Admira ja, die Aufgabe auch hier zu bestehen. Also es wird irrsinnig spannend.